Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Crisis Core Final Fantasy VII Reunion. Im letzten Part sind wir hier in Mako Reaktor 5 angekommen und jeder, der das Original gespielt hat, beziehungsweise auch das Remake gespielt hat, der wird wissen, was das hier für ein Reaktor ist und was mit diesem Reaktor in einigen Jahren passieren wird. Aber gut, wir haben am Ende des letzten Parts sehr viele Mails bekommen, deswegen sollten wir diese erstmal lesen, bevor wir uns über irgendetwas anderes kümmern. Erstmal hier die nützlichen Tipps. Die Zorn-Bahamut-Materie erhalten. Nachdem wir den folgenden Gegenstand, bla bla bla, Zorn-Bahamut-Materie, Mission 856, Exaflare. Oh my God, 856? Lasst mich mal ganz kurz gucken. 8, 5, also hier, haben wir noch gar nicht freigeschaltet, und dann 6. Das heißt, das können wir sowieso erstmal noch nicht bekommen. Aber gut zu wissen, dass dort die Zorn-Bahamut-Materie ist, und die deutsche Übersetzung ist ja mal richtig scheiße. Na gut. Die Chocobo-Feder erhalten. Mission 841, geheimnisvolle Mail 1. Chocobo tritt. Okay. Kate Sith Megafon. Ey, wer kennt denn noch Kate Sith? 843, geheimnisvolle Mail 3, Löwenmut. Und Mokri-Talisman. 844, geheimnisvolle Mail 4, Mokri-Hokuspokus. Die werden wir sowieso alle irgendwann holen. Wenn nicht jetzt, dann auf jeden Fall später. Ladenadressen 1. Die Online-Adressen von Läden kannst du durch die unten aufgeführten Missionen erhalten. Sektor 7 Geschäft. Missionsbelohnung für M443 Infiltration. Wutai Schwarzmarkt M426. Die fünf heiligen Wutais. Nebel Accessories M644. Versteck in der Ödnis. Jeder Laden hat unterschiedliche Gegenstände im Angebot. Es lohnt sich also, so viele Adressen wie möglich herauszufinden. Dann sollten wir diese Mission eigentlich so schnell wie möglich freischalten. M4 und M6. M4 und M6. M4 ist hier. Boah. Dann machen wir das erstmal fertig hier. Und M6. Hier müssen wir also auch weiterkommen. Okay, aber in diesem Part machen wir jetzt Folgendes. Wir holen uns hier Odin ab. Und danach holen wir uns hier den Chocobo ab. Das ist das, was ich heute geplant habe. Also fangen wir an. Mission 816, mysteriöse Materiereaktion. Wir verzeichnen eine starke Materiereaktion in den Höhlen. Ihr Ursprung stellt uns jedoch vor ein Rätsel, denn es scheinen sich weder Genesis-Repliken noch Wutai-Rebellen dort aufzuhalten. Auch gibt es keine Berichte über mögliche Mako-Eruptionen. Du musst das Gebiet umgehend untersuchen. Zwei Truhen gibt's hier. Das heißt, wir fighten nicht direkt gegen Odin. Fighten wir überhaupt gegen Odin, ist die Frage. Der Bereich ist definitiv groß. Hinter uns, beziehungsweise hier, genau. Hier ist noch ein großer Ort. Ist hier irgendwas? Ich meine, warum kann ich dann sonst hier hin? Ja, eine Truhe, natürlich. Was finden wir da drin? Ein Feuerreif. Hört sich gut an. Schauen wir mal kurz. Feuerreif. Erhöht MP, Vitality und Spirit. Halbiert den durch Feuerangriffe erlittenen Schaden. Dann hatten wir noch den weißen Umhang und diesen Stirnband. Genau. Haben wir am letzten Part gekauft. Wir haben sogar noch eine Mail, aber die lesen wir jetzt später. Oh, sechs Augen leuchten hier ziemlich krass. Was ich euch auch noch gar nicht gesagt habe, Leute. In Crisis Core, im Original zumindest, war das so, dass wenn ihr am Rand lauft, dass ihr so Zufallskämpfe, wie soll ich sagen, aufhalten könnt. Also, ich zeig's euch. Wartet. Also erstmal finde ich es schön, dass hier das Wasser so läuft. Dass hier so Wasser ist. Das sieht ziemlich schön aus. So, was ich meine ist, wenn ihr hier so am Rand lauft, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Zufallskämpfe bekommt, deutlich geringer. Aber wenn ihr so in der Mitte lauft, dann ist die Wahrscheinlichkeit für Zufallskämpfe enorm hoch. Wenn ihr mal gar keinen Bock auf Kämpfen habt, einfach hier am Rand laufen, dann solltet ihr Zufallskämpfe vermeiden. Das sieht echt schön aus hier. Erinnert mich ein bisschen an Donkey Kong 64, für die Leute, die das kennen. So diese Kristallkaverne hieß die. In den Kristallen sieht das echt schön aus hier. Gut. Ich laufe mal aber in der Mitte, weil wir kämpfen müssen. So, unser Ziel ist hier links, deswegen laufe ich geradeaus. Da wird dann wahrscheinlich die letzte Truhe sein. Wir haben immer noch, unsere Emotionen sind auf NG fokussiert aktuell. Das heißt, Zack denkt gerade sehr viel an Engil und deswegen könnten wir sein Limit öfter bekommen. Oh ne, hier ist nichts. Keine Truhe. Nee. Okay. Dann wird die Truhe doch hier irgendwo sein. Ich habe gar keine Magic Materie drin, ne? Ja, ich habe Barriere drin.
Aber Eisklinge ist ja eigentlich Element, Eiselement, deswegen behalte ich das mal doch so. Oh nein, dieser Scheißgegner. Ich habe den gehasst im Original. Im Original kann der Gegner euch verkleinern und dann aufessen. Dann seid ihr einfach instant tot. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Knurrbauch. Du kannst gleich mal nach Hause gehen. Och man, hör auf, meinen Move zu canceln. Wie viel Schaden hat das gemacht? Habt ihr das gesehen? Eisgar! Okay. Übertreibt doch nicht gleich. Okay, das habe ich vielleicht ein bisschen unterschätzt. Ich habe den ein bisschen unterschätzt. Der macht mich fertig, wenn ich nicht aufpasse. Aber der muss eigentlich mal einen Krafthieb kassieren. Komm, nicht canceln. Ach, come on, ey. Das war gut. Oh, MP frei, aber ich habe ja keine Magic Materie drin. Was ich hier verbrauche, ist ja FP. Komm, stirb jetzt. Da habe ich den Gegner echt unterschätzt. Der hat mich fast getötet. Und wir haben Odin bekommen. Sehr schön. Mit Zantetsuku. Freue ich mich sehr. Eins meiner Favorite Summons, definitiv. So, Missionskatalog erweitert. Schauen wir mal. Einmal Hölle und zurück. Nein, danke. Stoppklinge. 5 Sterne. Elektromagnetische Gebäudehölle? Das hört sich als Elektroniker für mich schon mal gar nicht gut an. Also nein, danke. was wollte ich jetzt machen? Das hier wollte ich machen. Die Chocobo-Feder. Mission 841, geheimnisvolle Mail 1. Von einer geheimnisvollen Kontaktperson, die sich die Schatzprinzessin nennt, erreicht dich eine äußerst fragwürdige Nachricht. Angeblich kannst du sie in der Ebene treffen. Begib dich dorthin und überprüfe, ob dieser Kontaktperson zu trauen ist. Hier gibt es 4 Truhen, die müssen wir alle finden. Und wir haben von der Schatzprinzessin auch eine Mail bekommen, die wir noch gar nicht gelesen haben. Die sollten wir mal hier nachlesen. Oh, ich liebe diesen Ort. Habe ich euch das schon mal gesagt? Ich werde euch das noch oft sagen. Finde den Schatz, den Schrinners Abteilung für allgemeine Angelegenheiten versteckt hat. So, der Boss ist hier links. Aber hier gibt es, wie gesagt, 4 Truhen. Die müssen wir alle mitnehmen. Weil das ist hier ein 100% LP hier. Oh, die sind schwach gegen Eis, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, also die haben nicht wirklich eine Schwäche. Das Spiel sagt es einem nicht, aber... Sie haben auf jeden Fall nicht gemocht. Schauen wir uns mal um hier. 4 Truhen. Also hier ist nichts. Das endet der. Oh mein Gott, das checke ich jetzt erst. Das ist die Chocobo Farm aus FF7. Die ist genauso aufgebaut. Oh, wie schön. Wie ich das erst jetzt verstehe. Bisschen spät gecheckt, aber hey. So, hier kann ich nicht weiter. Ich laufe mal erstmal am Rand. Da ist eine Truhe. Zum Glück zeigt das Spiel einem an, wie viele Truhen es gibt. So, was haben wir hier? Oh yeah! Magiebarriere! Geil! Damit kann ich magischen Schaden reduzieren, aber... Was soll ich denn... Warum ist mein HP Plus immer noch so kacke gelevelt? Verdammt nochmal. Ich kann mir nichts wegnehmen. Ich brauch die alle noch. Die müssen alle noch leveln. So ein Dreck, wirklich. So, da ist der Boss. Man sieht ihn schon. Der Gegner, da ist eine Truhe. Die nehme ich mit. Was haben wir hier? Also immer die Truhen mitnehmen. Alter, Magiebarriere. Richtig geil. Okay, Heiltrank nicht allzu wichtig. Okay, da kann ich nicht mehr weiter. Da hinten ist noch einer. Nicht gegen den Boss reinlaufen. Ich sag zwar mal Boss, aber ich meine das ja nicht so. Das ist halt so gesehen der Boss dieser Mission. Soma, okay. Ich kann sogar hier hinter das Haus laufen. Okay, kann ich nicht. So, eine Truhe ist noch. Aufpassen, dass ich jetzt nicht irgendwo... Oh, hier ist Choco Billy gewesen, oder wie der hieß. Oh, sieht das schön aus. Oh, ich dachte, ich wäre jetzt in diesen Boss reingelaufen. Zum Glück nicht. Oh, die sind schwach gegen Eis. Take that. Du kannst auch weg. Und da ist die Truhe. Sehr schön. Supertrank. Gut, dann können wir jetzt die Mission abschließen. Und dann die nächste Mission starten, der schon tot.
Take that! Oha! Die haben richtig kassiert. Alright, looks like that's the last of the monsters. Now, where's that treasure? Ah, found it! What? For wanting treasures kept secret. Two, to deliver dreams to her homeland. Three, make way, cause here she comes. I'm the treasure princess. Hear me roar! Hey, you're that weird kid I met in Wutai. Sucker, what were you expecting, you soldier perv? What? I'm no sucker, and I'm certainly no perv. My name is Zack. So, what are you, lost or something? You want me to take you home? I'm not lost! I'm here to take your treasure, all of it, for the glory of Wutai! Get ready! Hey, why don't you just admit that you're lost? Be honest. Treasure quest... failed. Wait, I made her cry? Did I do something wrong? Should I have humored her little game a bit more? Also, who the heck is she? Chocobo-Feder erhalten. Und der Chocobo wurde hinzugefügt mit dem Chocobo-Tritt. Geil, ich freue mich. Ja, Leute, das ist Yuffie. Wir haben sie ja schon mal gesehen im Spiel, in der Story. Das ist also die Schatzprinzessin, hätte man sich vielleicht denken können. DBW-Chocobo-Modus. Nach Erhalt einer Chocobo-Feder oder anderer besonderer Gegenstände wechselt die DBW-Matrix gelegentlich in den Chocobo-Modus. In diesem Modus werden alle Walzenbilder zu Chocobo-Modus-Bildern. Wenn diese Bilder übereinstimmen, wird eine entsprechende Limit-Rush-Technik deinem Repertoire hinzugefügt. Allerdings kannst du auch eine Niete erwischen. Und Missionskatalog erweitert und noch eine Mail von der Schatzprinzessin. 5% aller Missionen abgeschlossen, Materia Blitzklinge erhalten. Und der nächste Bonus ist bei 10% mit einem Titanenreif. Oh, hier haben wir alles, bei Die Jagd beginnt. Sehr schön. Die schöne Unbekannte, geheimnisvolle Mail 2. Dann machen wir erstmal die geheimnisvollen Mails weiter, glaube ich. Weil hier gab es ja auch, wenn ich das richtig gelesen habe, später... hier ein Laden, nicht wahr? Nee. M4 und M6 ist das. Also hier und da. Ja, Leute. Es sollte euch nicht wundern, dass wenn die Story vorbei ist, werden wahrscheinlich noch, keine Ahnung, 10 Parts von dem Spiel noch kommen, weil hier sind sehr viele Missionen. Ich tippe mal auf 300 Missionen. Weil guckt euch das mal an, wie viele Missionen man hier machen kann. Allein hier sind ja noch 5 bei der allerersten. Also es gibt ultra viele Missionen und es gibt ultra viele Sachen, die man dadurch bekommen kann. Wir haben gerade Magiebarriere per Random bekommen, weil ich mich für diese Mission entschieden habe. Und Magiebarriere wird mir auch definitiv helfen. Problem ist nur, die Story wird wahrscheinlich nicht allzu lang gehen. Und je mehr Missionen wir machen, desto stärker werden wir und desto mehr coolere Sachen finde ich, sodass mir das vielleicht das Spiel erleichtert. Aber ihr könnt euch schon mal darauf einstellen, dass wenn die Story vorbei ist... Das Spiel wird noch lange nicht vorbei sein. Wir haben noch sehr viele Missionen vor uns. Ah ja, die Mails, genau. 2 Mails von der Schatzprinzessin. Erstmal das hier war das, glaube ich. Anordnung. Okay, den Test hast du bestanden. Also, willkommen im Club. Als mein Verbündeter musst du nun ordentlich knüppeln. Angeblich hält die Shinra-Buchhaltung irgendwo in der Schlucht einen Schatz versteckt. Und den wirst du suchen. Dem Befehl einer Vorgesetzten gilt es, Folge zu leisten. Und deine Vorgesetzte bin ich, also keine Widerrede. Viel Glück. Ordner-Spam. Wie geil. Scheiß drauf, ey. Ausschreibung. Achso, nee, das war der allererste Mail. Hallo, ich suche nach Gefährten, die mich auf Schatzsuche begleiten. Hättest du nicht Lust? Wenn ja, dann hätte ich einen Test für dich. Irgendwo in der Ebene soll Shinras Abteilung für allgemeine Angelegenheiten einen Schatz versteckt haben. Wenn du ihn findest, bist du würdig, mich bei Abenteuern zu begleiten. Als Schatzjäger könntest du sicher einige seltene Gegenstände finden. Klingt ziemlich aufregend, findest du nicht? Viel Glück. Ab in den Spam-Ordner damit. So, ich kann hier runter. Ich weiß nicht, ob ich hier runter soll. Da vorne ist Sephiroth. Wahrscheinlich müssen wir zu ihm. Wir haben ja leider kein Signal im Makoreaktor 5. Deswegen würde ich sagen, wir gehen erstmal runter und schauen, was hier unten ist, bevor wir zu Sephiroth gehen.
Weil ich denke mal, bei Sephiroth geht's weiter. Hier unten haben wir auch kein Signal. So, dann schauen wir uns doch hier um. Natürlich sind auch hier Gegner. Der ist schwach gegen Feuer, das habe ich nicht. Nein, Dodge! Oder Block, geht auch. Und Eisklinge, Junge. Blitzklinge haben wir jetzt auch bekommen, aber ich... Meine Materia levelt nicht. Wenn sie mal leveln würde, dann würde ich meine Materia auch auswechseln. Was, hier kann ich auch runter? Nee, erstmal gucken wir uns hier oben um, bevor ich da jetzt noch runtergehe. Aber hier ist nicht mehr viel. Was ist das? So, jetzt kann ich hier auch hochgehen. Hä? Ich gehe mal hier hoch und dann gehen wir wieder runter. Vielleicht bin ich jetzt hier oben an einer Stelle... Nee. Hä? Wie nutzlos. Wie unnötig. Was ist denn das? Das ist ja voll nutzlos. Komm, geh nach Hause. Du nimmst uns die Zeit, du Dreckskerl. Oh, wir hätten sogar Chocobo-Modus bekommen. Egal. Hat der Kek eh nicht verdient. So. Hä, wie unnötig war das denn jetzt? Ob ich jetzt hier runtergehe oder da hochgehe? Oh Mann, das hat doch jetzt nur unnötig Zeit gefressen, oder? So, dann gehe ich jetzt hier runter und schauen, was hier unten ist. Oh yeah, wir kommen immer... Ist das nicht sogar der Ort? Ist das nicht der Ort? Nee. Doch, das ist der Ort! Hier sind Cloud, Tifa und Barrett im Remake, beziehungsweise auch im Original lang gegangen und haben hier etwas hingelegt. Wie wir alle wissen. Oh nein, Dodge! Oh shit, das war richtig. Das war richtig gut von mir, muss ich ganz ehrlich zugeben. Chocobo Mode! Let's go! Komm schon! Gib mir den Chocobo-Tritt! Let's go! Einfach 2000 Schaden gemacht. Wahrscheinlich, weil der fliegt, ist er verwundbar gegen Wind gewesen. Ich weiß gar nicht, ob es das hier eigentlich auch so gibt. Oh, hier sind Truhen. Ein Supertrank. Ach komm, gib mir was Cooleres. Ein Shinra-Schockabsorber. Sowas will ich sehen. Oh, mein Limitleiste ist hoch. Gefällt mir. Zeig mal her. Wo ist das? Vitality plus 40. Meine Schutzweste ist Vitality plus 30, dann wechsle ich die mit dem Shinra-Schockabsorber aus. Dann habe ich mehr, weil der stille Impuls ist einfach zu geil. Erhöht Attack und Magic und wenn ich Leute schlage, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich sie stumm mache, sodass sie nicht zaubern können. Das ist einfach zu geil. So, was passiert, wenn ich jetzt das hier mache? Ah, die Tür ging nicht auf. Gehe zum Eingang des Labors. Also hätten wir das machen müssen. Okay. Mit der Tür ist nichts, ne? Nee. Okay. Können wir jetzt zurückgehen. Und dann ist dieser eine Weg wohl nur so eine Abkürzung, oder was? Das ist ja keine Abkürzung, das kannst du ja nicht mal abkürzen nennen. Das war ja nix. Ich wünschte, ich könnte diesen Angriff kontern. Kann ich aber leider nicht. Ich habe keinen Konter drauf. Also nicht, dass ich wüsste. Ja, komm du auch ab nach Hause mit dir. Ey. So, ja, dann können wir hier lang gehen. Ist ja egal. So. Das müssen wir wahrscheinlich auch noch runterfahren da oben. Warte mal, wo bin ich denn jetzt? Hä? Sephiroth stand doch hier, oder nicht? Oh Mann, warum hat man denn hier kein Signal? Das ist voll zum Kotzen. Ja, das ist der Anfang hier. Okay, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Slightly lost, aber was soll ich machen? Bin ja auch nur ein Mensch. So, an den komme ich nicht ran. Geil. Ich habe auch keine Magic. Noch besser. Ja, das ist jetzt richtig scheiße hier. Was soll ich denn jetzt machen? Ja, dann kriegst du halt einen Schokobo-Tritt in die Fresse.
Ja, ihr wolltet ja nicht anders. Ihr wolltet ja nicht anders, da musste ich meinen Chocobro, mein Chocobo-Bro oder mein Chocobro erholen. Komm, geh nach Hause. So, an den komme ich aber jetzt schon wieder nicht ran. Das ist doch auch wieder voll scheiße. Ich kann nichts machen. Ich habe Krafthieb, Eisklingel, ich komme nicht an ihn ran. Hier, zu weit entfernt. Jetzt habe ich sogar Barriere gecastet aus Versehen. Flucht? Jo, was ein Keck, ey. Voll unnötig. Dann fahren wir das hier mal runter. Das war jetzt auch wieder nur eine Abkürzung. Ja, da ist der Speicherpunkt. So. Oh, wie gruselig, ne? Man kommt hier runter und man sieht nur im Hintergrund, wie so eine Person da vorne steht und dann ist diese Person auch noch Sephiroth, Alter. Da scheißt die doch rein. Ach, das sind doch voll die Kackgegner hier. Gegen die kämpfe ich nicht, die sind behindert. Ohne Scheiß, das bringt mir nichts. Ja, ist doch gut, ey. Was ist denn dein Problem? Oh, hör auf, mich zu canceln. Das ist das, was ich am meisten hasse. Komm, zieh Leine. So, da steht Sephiroth. Was ist hier? Hier kommen wir wahrscheinlich nicht weiter. Nö. Gut, dann auf zu Sephiroth. Der wird uns ja weiterhelfen. Ey, ich das hasse, wenn ich angreifen will und dann kommt irgendein Keck von hinten, Alter, und schlägt mich. Siehst du nicht, dass ich mit deinem Bruder beschäftigt bin? Boah, den hat er richtig kassiert. So. Gut. Good work. Lies alle Dokumente und sprich anschließend mit Sephiroth. So, Leute. Get your bearings. Ich wollte nur sehen, ob ich hochgehen kann. Alles gut. Kann ich wohl nicht. An all die Leute, die wirklich so extrem an Sephiroth interessiert sind, die sollten am besten jetzt extrem aufpassen. Also ihr solltet sowieso eigentlich immer aufpassen, aber jetzt, gerade jetzt, sehr gut die Ohren spitzen, Lauscher auf und aufpassen. So, erstmal die Dokumente lesen hier. Project G, Zusammenfassung. Ziel des Projektes ist es, menschlichen Föten die Zellen des alten Volkes einzupflanzen, um die Ungeborenen somit den Fähigkeiten des alten Volkes auszustatten. It was Hollander's experiment. The result was a normal child, which meant he failed. However. However. Soldat Degenerations Report, also Degeneration, aber ich mag das Wort Degeneration nicht. Degradation hört sich da besser an, das Englische. Die gesteigerten Fähigkeiten von Soldatkämpfern basieren auf einem zerbrechlichen Gleichgewicht verschiedener genetischer Faktoren. Ins Wanken geraten könnte dieses Gleichgewicht nur durch ein Ausfließen genetischer Informationen. Ein Vorgang, der eigentlich nicht auftreten kann. Degeneration treten nur bei Soldatkämpfern vom Typ G auf. Degradation, nicht Degeneration. Ja, das Deutsche heißt ja Degeneration. Aber im Englischen heißt es Degradation. Wenn es das ist, was ich überhaupt denke gerade im Kopf. Und er meint damit Degeneration was anderes. Leute, ich kann ja wieder was ganz anderes meinen, weil die deutschen Übersetzer es einfach nicht hingeschissen gekriegt haben. Versteht ihr, was ich meine? Ich denke mal, das ist Degradation. Ich gehe mal davon aus. I'm getting woozy. It was shortly before Genesis left. The wound was superficial, but for some reason,
Genesis wasn't healing. The man who treated him was Hollander. Professor Hollander, how is Genesis? The problem is the Mako energy that seeped in through the wound. Is it treatable? First, he'll need a transfusion. You aren't viable. Why couldn't I be the donor? A soldier, type G. Ich liebe diesen Soundtrack, Leute, wirklich. Das ist eins meiner Favorites. Der läuft sogar immer noch im Hintergrund. Ja, warum konnte Sephiroth nicht der Spender sein? Das ist eine sehr gute Frage. Aber Leute, die das Spiel kennen, wissen warum. Und ihr werdet es auch gleich erfahren. Projekt Altes Volk Synopse. Nach unseren jetzigen Erkenntnissen dürfen wir davon ausgehen, dass es sich bei der ausgegrabenen Lebensform um ein Mitglied des legendären Alten Volkes handelt. Historiker sprechen davon, dass es dem Alten Volk möglich war, die durch den Planeten fließenden Kräfte zu bündeln und die Erde aufzureißen. Die Zellen der ausgegrabenen Lebensform werden bereits in Experimenten genutzt, die uns ermöglichen sollen, Wesen mit eben dieser Fähigkeit massenhaft zu züchten. Wir versprechen uns davon eine drastische Kostensenkung bei der Förderung von Mako. Oh Mann, Leute, dieser Soundtrack, der macht mich gerade fertig. Das ist so ein schöner Soundtrack. Ah, jetzt werden wir erfahren, warum Sephiroth nicht der Spender sein konnte. Project G gave birth to the man we know as Genesis. Project G. Project Genesis. Contrary to this report, Genesis showed clear signs of change. Degrading? Not only that. Copies? Abominations. Sephiroth! Hollander, I thought I'd find you here. You want to do something to me, eh? But then, who will stop Genesis and Angeal's degradation? Genesis. You won't take Hollander. Zack, go. Yeah. There is no hate, only joy, for you are beloved by the goddess. Hero of the dawn, healer of worlds. Loveless again. You never change. Three friends go into battle. One is captured. One flies away. The one that is left becomes a hero. A common story. If we were to enact it, would I be the one to play the hero? Or would you? It's all yours. Indeed. After all, your glory should have been mine. How petty. In hindsight, perhaps. Now what I want most is the gift of the goddess. You won't get away. Where is Angeal? Tell me! Verfolge Hollander.
Oh mein Gott, ey, ich liebe dieses Game. Ich liebe dieses Game so sehr, es ist so toll und traurig. Aber, nein, der springt auf mich drauf. Aua. Und der auch. Stirb, okay. Statt, Zack, also statt da rumzustehen und zu schreien, du entkommst mir nicht, wäre es doch schlauer, ihm einfach hinterher zu rennen, oder? Manchmal ist die Fresse halten einfach besser. Oh, wir hätten jetzt Bahamut, aber er ist eigentlich schon tot. Oh, scheiße, Leute. Ich hätte euch gerne Bahamut gezeigt, aber für so einen Keck, der eigentlich nur noch einen HP hat, weil hätte das keinen Sinn ergeben. Wir werden ihn wahrscheinlich noch in Zukunft sehen. Da ist Hollander! Du Keck! Dich werden wir noch kriegen! Komm, verreck! Ich hab zu tun, ich muss diesem alten Mann hinterherlaufen. The road to becoming first is not easy. Strength is not the only requirement. Yeah, I know. Das hatten wir schon. Ich werde natürlich diese Textboxen nicht skippen, weil ich sie euch zeigen will. Deshalb brauchen wir jetzt auch nicht gucken. Normalerweise skippe ich das nicht, aber jetzt, wo wir... Oh, wir haben Vitra gemeistert. Ihr wisst schon, wir haben Vitra gemeistert. Wartet mal, kann ich... Wenn ich jetzt Vitra hier reinpacke und Regener. Wo ist es? Wo ist mein Regener? Ich bin da. Vitaga, ja, Mann! Müssen wir jetzt machen, Leute. Vitaga ist besser. Fusionieren, let's go. Yes. Oh yeah, schon viel besser. Das rüsten wir jetzt gleich aus. Da ist es schon drin, sehr gut. Episch. Wir haben jetzt schon Vitaga, läuft. Ich habe zwar Regener geopfert, aber Regener heilt nur allmählich HP. Und wenn wir gerade in einem heftigen Fight sind, dann brauche ich viel HP auf einmal. Deswegen habe ich geguckt, wenn Vitra gemeistert ist, da geht's weiter. Was ist denn hier los? Ob es hier Truhen gibt? Ah ne, ich kann da gar nicht lang gehen. Okay. Wollte ich nur wissen, ob ich da lang gehen kann. Da ist er. Was ein Keck, ey. Und Zack ist dämlich wie sonst was. Oh Mann. Und hier ist irgendwo eine Truhe vielleicht? Nee, nur unnötige Vollidioten. Ach, nerv nicht. Achso, er kann nichts casten. Weil ich ihn geschlagen habe. Ach komm, jetzt hör auf. Geh weg. Leute, wisst ihr das? Wenn die Story gerade so abgeht und man muss so einen Keck verfolgen, und dann die ganze Zeit die dummen Zufallskämpfe kommen, das provoziert einen voll. Man will eigentlich nur diesem Spaß hier weiter hinterherlaufen. Und da hat man keine Zeit für diese Lappen, die eh nichts können. Mann, der ist mit einem Krafthieb gestorben. Komm, geh nach Hause. Sehr schön. So, aber ich will ja auch alle Truhen mitnehmen, falls es hier Truhen gibt. Wer weiß, ob wir hier wieder herkommen. Und wer weiß, ob in den Truhen irgendwas Cooles drin ist. So, hier ist gar nichts. So, wo ist er jetzt langgelaufen? Da ist er. Danke, Karte. Als hätten wir ein GPS und hätten ihn geortet. Dann ist hier nichts, oder was? Doch, eine Truhe, natürlich. Die Truhe will ich mitnehmen. Deswegen gucke ich mich halt auch überall um. Nein, kein Sprung. Ach, ich hab's geblockt. Komm, geh weg. Und Materia Vitaga ist mächtiger geworden. Ey, wie episch. So, was haben wir hier drin? Das hätten wir jetzt verpasst, wenn ich nicht aufgepasst hätte. Zwei Supertränke, na toll. Und dann ist es nicht mal etwas richtig Cooles. So, jetzt doch was Besseres geben können, oder nicht? Würde ich jetzt mal behaupten. Wäre doch besser. So, hier müsste er sein. Da vorne ist er. Kann schon nicht mehr atmen, der Typ. Hier ist noch eine Truhe. Nehmen wir mit. Magic Boost Materia. Geil. Magic Plus. Fällt mir. Wo ist er hin? Out of my way, Mann. Krafthieb ist schon geil. Es dauert halt nur lange. Wo ist der andere? Da. Komm. So. Down. Hinterher, da hinten ist er. Da hinten ist sogar noch eine Truhe. Immer in die Ecken gucken. Da ist nichts. Noch mehr Keks. Ach, diese Viecher hier. Mach's einmal so.
Die sind nicht der Rede wert. Die haben nicht mal MP, die haben ja gar nichts. Oh, Vitaga hält mich um 3000 HP, dabei habe ich nur 1000. Einfach geil. Mann, bleib doch mal hier jetzt. Als ob ich ihn jetzt nicht erwischen kann. Aber ich kann mich daran erinnern, im Original war das auch richtig unnötig tedious, wenn man den Holländer hinterher jagen musste. Das ist leider immer noch so. Nein, Sprung! Oh, sick dodge und stirb. Ich brauche jetzt keinen Limit Break. Bist tot. So, die Truhe nehme ich mit. Sprung erhalten! Jetzt können wir auch springen. Ich mache mal die Eisklinge weg. Pack hier Sprung rein. Ich zeig's euch mal kurz. Sprung, Sprung, da. Sprung! Was könntet ihr euch jetzt unter Sprung vielleicht vorstellen? Ihr werdet sehen. Hollander, you can't escape! So, was ist das hier für eine Map? Ziemlich groß. Hier links gibt's ein bisschen was zu erkunden. Aber auch nicht viel. Ist hier eine Truhe? Ja. Deswegen immer auf die Map gucken. Ein Diadem. Was ist denn das? Magie plus 10. Okay, gut zu wissen. Gut, dass wir es haben. Wir können es immer gebrauchen. Da kann ich nichts machen. Hier ist ein Save Point. Der Keck steht zwar genau da, aber egal. Ich weiß nicht, ob ich den Part hier beenden will. Nee, wir machen noch ein bisschen weiter. Oh, ich wünschte, ich hätte mir... Oh, der ist schwach gegen Eis? Und dann nehme ich mir Eisklinge raus, ne? Ist nicht euer Ernst. Egal, ich zeige euch Sprung. Wenn ich springen könnte, wenn ich das mal darf. Danke. Habt ihr das gesehen? Wie episch das aussah. Bäm, Junge. Aber dass ich mir auch genau dann Eisklinge rausnehme, wenn wir hier so einen Cat erwischen, der schwach gegen Eis ist. Aber ich werde jetzt mein Limit Break nicht gegen ihn benutzen. Erstmal, ich werde den erstmal killen hier und dann kriegen die anderen beiden mein Limit Break ab. Überfall! Oh Mann. Wenn das hier so viele sind, dann wird das echt ein bisschen ekelhaft. Komm, stirb. So. Kraftreif bekommen. Müssen wir uns auch noch anschauen. So, du kriegst ein Limit Break ab, Junge. Prove your honor to me. I got it. Der berühmte Sarah, den gibt es auch im Remake hier. Deswegen gehst du jetzt nach Hause. So, Shinra Schockabsorber haben wir noch einen bekommen. Was ist denn das? Ein Projektilix? Bist du angelehnt an einen Dinosaurier oder was? Raketen, springen! Oh shit, und ein Chocobo-Armband. Hollander, do you understand what you're doing? Working for Hollander now? What is it you're after? World domination. That's not even funny, man. How about revenge? For what? And deal! I've become a monster. A monster's objective is usually world domination or revenge. You're wrong. Those aren't the wings of a monster. Well then, what are they? Angel's wings. I see. Then what should an angel fight for, Zach? What do angels dream of? Angel. Angels dream of one thing. Please, tell me. To be human.
Defend yourself! Ach ja, Engel haben nur einen Traum. Hier werden wir den Part aber beenden, weil danach geht's wieder weiter und ich weiß nicht, wo wir speichern können. Obwohl, kann ich von hier... Nee, ich kann von hier nicht in die Mission zugreifen. Gut, dann müssen wir vielleicht doch ein bisschen weiterspielen. Ich muss es wieder ansprechen, das Voice Acting war grottenschlecht. Im Original klang das einfach so viel gut, so viel besser. Das hat mich gerade wieder ein bisschen enttäuscht, aber wir spielen einfach weiter. Tell me what happened. Mom? I want to help out a friend, but I don't know how I can do it. Hello? Mom? Hello? Hooray! Heaven? Not quite. It's a church. An angel? No, I'm Aerith. You fell from the sky. Huh? Scared me. So you saved me, huh? Not really. Hello? That's all I did. Thank you so much, Aerith. I'm Zach. I have to repay you somehow. Don't worry about it. No. Aha. Hey, how about one date? What is that? Don't be silly. Stop! Don't step on the flowers. Excuse me? Normally, people are more careful with flowers. Well, I guess I'm not normal. Oh. You don't see a lot of flowers in Midgar. They're like luxury items around here. They only grow here. Although, I planted some outside my house, too. If I were you, I'd sell them. Midgar is full of flowers. Your wallet's full of money. Midgar full of flowers. Wallet full of money? Never thought of it that way. Aerith wurde der DBW-Matrix hinzugefügt. Mit ihrer Heilwelle. Oh yeah, diese Musik. Oh, ist das toll. Leute, diese Musik spielt immer in dieser Kirche. Immer. Ich meine, hört euch diese Musik an. Thank you.
I said, don't step on the flowers. Sorry. So, das musste ich mal ausprobieren, Leute, weil ich wusste, dass sie was sagen wird. Ja, ich habe gerade einfach extra nichts gesagt, weil ihr musstet diesen Soundtrack einfach mal hören. Es ist einfach wunderschön. So, hat sie noch irgendwas zu sagen? The exit? That door. Going already? Ob ich schon los will? Ja, wird langsam Zeit. Ich bleib noch etwas. Ich werde auf jeden Fall mal speichern, bevor ich hier die Kirche verlasse. Missionskatalog erweitert. Ja, der Soundtrack ist beautiful. Ich erinnere mich damals so immer in dieser Kirche nur so stehen bleiben. Und einfach nur diese Musik hören. Wirklich. Unfassbar. Der Soundtrack ist auch eins der schönsten, die ich jemals in meinem Leben gehört habe. So, hier kriegen wir einen HP-Boost. Hier kriegen wir einen Blitzring. Okay, interessant. Und hier ein... Was ist das? Ein Gegenstandsfusionsbuch? Gegenstände können für Materiafusion eingesetzt werden. Oh, dann müssen wir das auf jeden Fall machen nächstes Mal. Also im nächsten Part dann. Definitiv, machen wir auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, machen wir auch hier weiter. Ja, ich werde mir offscreen mal anschauen, welche Mission wir als nächstes machen werden. So, wir haben noch eine Mail bekommen gehabt. Falls ich mich richtig erinnere. Genau, Tipps zur Materiefusion 2. Informationen zu hochwertigen Materie, die durch eine Materiefusion hergestellt werden können. Rauben, Meister der Gegenstände plus Analyse. Graviga, Gravitas plus Analyse. Und Meister der Gegenstände, Stehlen und Analyse. Überprüfe deine aktuelle Ausrüstung. Ja. Okay. Ansonsten haben wir nichts bekommen, ne? Doch, wir haben noch einige Sachen bekommen, als ich diese Gegner gejickt habe. Genau, Kraftreif, Attack plus 10, Shinra Shock Absorber hatten wir ja bekommen, Vitality plus 40 und Chocobo Armband, FP plus 20%. Ja, wir haben so viel Zeug und wir können es einfach nichts geben, das ist zum Kotzen. Analyse ist gemaxt, aber eigentlich müssten wir Analyse dauerhaft drin haben, weil das ja so enorm wichtig ist. Ja, aber wie gesagt, der Part endet jetzt hier, Leute. Gönnt euch nochmal ein bisschen diesen schönen Soundtrack. So, und damit würde ich mich dann auch verabschieden. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart beim Zuschauen. Heute ist sehr viel passiert, storymäßig. Und wir sind auch in den Missionen gut vorangekommen. Bleibt einfach weiterhin gespannt, was passiert. Ich dachte, wir erfahren heute, warum Sephiroth nicht der Spender sein konnte. Aber das kommt wohl später noch. Egal. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bleibt clean. Until next time. Und bye bye.